Ja, mein Name ist Matthias Stürwold, ich bin Bauer hier in Stolpe im Kreis Plön, direkt an der Autobahn, an der A21. Ich bin 53 Jahre alt und bewirtschafte diesen Hof seit 1998. Ich habe den Hof von meinen Eltern übernommen, bin jetzt hier in Stolpe, was unsere Familie angeht, der Bauer in der vierten Generation. Also vor 110 Jahren, ziemlich genau, ist meine Familie nach Stolpe gekommen und wir haben damals einen 11 Hektar Hof bewirtschaftet und jetzt inzwischen haben wir 40 Hektar Eigenland und bewirtschaften 85 Hektar, haben also 45 Hektar gepachtet. Das meiste davon ist Grünland. Wir haben Milchkühe. Im Moment melken wir 51 Milchkühe, die zum Teil schwarzbunt sind, zum Teil rotbunt und Angler und irgendwelche Kreuzungen. Ich habe 2001 angefangen mit der Umstellung auf Biolandbau. Ich bin also wirtschafte nach den Richtlinien des Biolandverbandes und bin Gründungsmitglied der Hamfelder Hofbauernmeierei. Und unsere Milch wird eben hier in Schleswig-Holstein verarbeitet. Das ist ein Unternehmen, das sind 35 Milchbauern aus Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern, die sich da zusammengeschlossen haben und gemeinsam unter der Marke Hamfelder Hof ihre Milch vermarkten. Das war eigentlich schon immer mein Traum. Nach der Schule habe ich eben Landwirtschaft gelernt, von 1987 bis 1989 auf dem Öko-Hof die Lehre gemacht. Und es war immer mein Ziel, den Hof hier zu Hause mal umzustellen auf Ökolandbau. Und es gab da auch große Auseinandersetzungen mit meinen Eltern, vor allem mit meinem Vater, der sich mit der Idee überhaupt nicht anfreunden konnte. Aber über die Jahre ist es etwas, hat er sich an den Gedanken gewöhnt, kann man mal sagen. Und meine Eltern haben wirklich, solange sie konnten, auch mich sehr unterstützt hier auch bei der Arbeit. Und als ich den Hof übernommen habe, habe ich erstmal 3 Jahre noch konventionell gewirtschaftet, weil ich mich auch erstmal einfinden wollte in die Betriebsleitung und so. Ich war auch ein paar Jahre raus gewesen aus der Landwirtschaft vorher und und als ich dann die Möglichkeit hatte, in eine bestehende Biomilchvermarktung mit einzusteigen, da habe ich dann auch den Schritt gewählt, in die Umstellung zu gehen. Aber letzten Endes ist es immer schwierig für den Milchbauern, der einfach ja auch auf die Milcherzeugung angewiesen ist, sich schnell umzustellen. So, man kann ja nicht einfach sagen, Milch läuft jetzt nicht, ich mache dieses Jahr mal was anderes oder so. Man hat über Jahrzehnte, über Generationen seinen Betrieb, seinen Bestand aufgebaut und da kann es einfach, kann das einfach fies sein, wenn man die Milch verkauft und man weiß, mit jedem Liter Verkauf der Milch verbrennt man einfach sein Eigenkapital, weil das Geld, was man für die Milch bekommt, nicht ausreichend ist. Und man ist abhängig vom Weltmarkt unter anderem, man ist abhängig davon, wie die Meierei am Markt die Milch verkaufen kann, beziehungsweise Milchpulver, was teilweise auch gemacht wird und so. Und für mich ist schon lange klar, dass man nicht auf den Weltmarkt setzen sollte, weil diese Weltmarktpreise, die sind so fiesen Schwankungen unterworfen und so. Das war auch ein Grund, mit umzustellen auf Ökolandbau und zu versuchen, die Milch hier in der Region zu vermarkten unter einer starken Marke. Und das hat eben auch dazu geführt, dass wir mit der Biomilch uns komplett vom Weltmarkt gelöst haben und von den Schwankungen, die der Weltmarkt bereithält. Wenn du 3 Bauern unter einen Hut kriegen willst, musst du 2 tothauen oder so. Aber das hat sich auch gewandelt. So, also natürlich sind die Bauern inzwischen auch vernetzt und natürlich gibt es auch unterschiedliche Interessen bei den Bauern. Aber letzten Endes glaube ich, wenn man jetzt an den Milchstreik von 2008 denkt, wo Bauern eben auch sich geweigert haben, ihre Milch überhaupt von der Meierei abholen zu lassen. Und so, das waren schon
starke Zeichen von Solidarität auch unter den Bauern. Und ich denke, all diese Bestrebungen, die Solidarität unter den Bauern zu stärken, die sollte man unterstützen. Ich finde auch, dass diese Größe des Betriebes, die ich habe, ich will nicht sagen ausreicht, aber es ist eine Größe, mit der ich mich sehr wohlfühlen kann. So, ich kenn alle meine Kühe. So, und das ist, glaube ich, das ist eine der Stärken unseres Betriebes, dass sowohl ich als Betriebsleiter, aber auch meine Mitarbeiter einen guten Draht zu den Kühen haben. Die Kühe kennen auch wir sind auch alle drei regelmäßig im Melkstand und melken die Kühe und wissen um die Besonderheiten einzelner Kühe, was zum Beispiel das Melken angeht, das Euter, ne? Und dieses Gefühl zu haben, die Kühe auch ohne weiteres rauslassen zu können im Sommer. Meine Kühe sind im Sommer jetzt gerade auch Tag und Nacht auf der Weide. Die kommen eben nur rein, oder wir holen sie nur rein, einmal morgens und einmal abends zum Melken. Und ansonsten gehen die raus, holen sich ihr Gras, holen sich ihr Futter von alleine, kommen wieder rein in den Stall, wenn sie noch Kraftfutter zusätzlich brauchen und so. Das ist großartig. Ich hatte gerade vor 2 Wochen hier eine Führung auf dem Hof und das waren die ersten Tage, wo wieder öffentliche Veranstaltungen möglich waren in Schleswig-Holstein. Also es war damals so, bis 50 Leute konnten kommen und es war über den BUND bekannt gemacht worden, auch über die Zeitung. Wir hatten eine Anmeldeliste, bei 50 haben wir sie geschlossen. Ich hatte den Eindruck, die Leute waren so lange zu Hause, egal was ist, so wir gucken uns das an. Und dann hatte ich 50 Leute hier auf dem Hof und wir waren 3 Stunden waren hier auf dem Hof und haben mich mit Fragen zugeballert und so. Und ich finde aber, wir haben das Grünland, wir haben Flächen, die sind nicht ackerbaulich zu nutzen. Und aus meiner Sicht ist die beste Nutzung für Grünland die, dass man da Rinder hinschickt, die dann, indem sie das Gras fressen, dort Fleisch erzeugen, Milch erzeugen, menschliche Nahrung herstellen dadurch, aber auf der Weide. So, auf der Weide eine Kuh im Sommer, eine Milchkuh, gehört für mich auf die Weide. Und das setze ich hier gerne um. Ich habe ganz, ganz großen Respekt für jeden meiner Kollegen, die in der Landwirtschaft arbeiten und jeden Tag, 365 Tage im Jahr, ihre Arbeit machen und verantwortlich sich zeigen für ihre Tiere und so. Aber ich bin auch der Meinung, dass Bauern und Bäuerinnen genau überlegen müssen, genau wissen müssen, wofür sie stehen und wofür sie auf die Straße gehen und protestieren. Und aus meiner Sicht ist es so, dass eine Veränderung der Landwirtschaft und auch eine bessere Vergütung für unsere Arbeit nur erreicht werden kann im Zusammenspiel mit allen gesellschaftlichen Gruppen. So, wir müssen als Gesellschaft insgesamt die Entscheidung treffen, die Arbeit auf dem Land muss ordentlich bezahlt werden. So, und die Produkte, die Bauern erzeugen, müssen ordentlich bezahlt werden. Und ich habe bei Teilen dieser, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Protestszene manchmal den Eindruck, dass die sich zu sehr in ihrer eigenen Blase bewegen und sich eher abgrenzen gegenüber der Gesellschaft, gegenüber den Verbrauchern, sondern mehr so sagen, wir wissen, wie wir das machen und die anderen sollen uns nicht reinreden, die sollen uns in Ruhe unsere Arbeit machen lassen. Und ich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist. Ich glaube, dass Bauern sich vernetzen müssen mit allen gesellschaftlichen Gruppen, um gemeinsam dann für eine sozialere, umweltfreundlichere, aber auch bäuerinnen- und bauernfreundlichere Landwirtschaft zu streiten.